Dann lade ich uns ein, in den Strom des Autors zu begeben. Eine sehr einfache, sehr starke Unterstützung, wie ich finde. Man stellt sich einfach diesen Strom des Autors vor. Was hat er gedacht? Was hat er gesehen, während er dieses Werk diktiert hat, erstmals gesprochen hat und sich einfach in diesen Strom auch hineinzubegeben, sich dem hinzugeben. Ja. Außerdem fände ich es toll, wenn wir gleichzeitig in unserem Bewusstsein auch behalten, die Methode 3 vom 19. März 2020 und den zukünftigen Flugbahn des Coronavirus, die Verzweigungen, wie dieses Virus unsere Ereignisse beeinflussen könnte oder möchte. Und wir aber unsererseits bestimmen, dass wir das mit Freude in der Entwicklung dieser Geschehnisse in der Zukunft beleuchten. So wie wir das mit dem Glück gemacht haben, den Glücksschieberegler ganz nach oben schieben, das maximale Glück. Wir haben gleichzeitig Unterstützung durch drei verschiedene Modi von PRK1U. Wir können unsere Aufmerksamkeit gegen den Uhrzeigersinn laufen lassen. Beginnen mit der kleinen Linse. Und so Materie des ewigen Lebens empfangen. Wenn wir für die Zukunft, die nächsten Wochen, Monate, Jahre gleichzeitig das Kollektive im Bewusstsein behalten, so habe ich es erlebt, dann ist dieser Strom an Materie des ewigen Lebens, was zwischen den Linsen, durch die Linsen, rund um die Linsen, aus den Geräten strömt, maximal hoch. Wenn wir für alle steuern, wenn wir diese Freude der Entwicklung allen zugutekommen lassen möchten. Lehre von Grigori Grabowo über Gott, Freude der ewigen Entwicklung. Autorenseminar durchgeführt von Grabowo Grigori Petrovic am 2. Juli 2004 in russischer Sprache. Übersetzung aus dem Russischen ins Deutsche, EHL Development 2013. 28 Seiten. Das Vorwort lese ich gerne, weil es sehr konzentrierte, sehr wesentliche Informationen auch beinhaltet, auch wenn es immer wieder das Gleiche ist. Sehr essentiell, wie ich finde. Der Text des Werkes wurde von Grabowo Grigori Petrovic erstmals im Moment der Durchführung des Seminars am 2. Juli 2004 geschaffen. Beim Erschaffen des Seminars wurde das Verfahren der ewigen Entwicklung mit genauer Prognostizierung der zukünftigen Ereignisse angewandt. Die hundertprozentige Bestätigung der Prognosen von Grabowo GP wurde durch Protokolle und Zeugnisse bewiesen, herausgegeben im dreibändigen Werk Praxis der Steuerung, Weg der Rettung. Beim Schaffen des Textes des Seminars hat Grabowo GP zu Beginn die genaue Prognose der zukünftigen Ereignisse erhalten und danach schuf er den Text, der die ewige Entwicklung unter Berücksichtigung von konkreten Ereignissen in der Zukunft lehrt, was jeden Menschen und die gesamte Welt angeht. Guten Tag nochmal. Das Thema des heutigen Seminars lautet Meine Lehre über Gott, Freude der ewigen Entwicklung. In diesem Seminarthema geht es darum, dass wenn der Mensch, indem er sich ewig entwickelt, gerade auf die Struktur der Freude Gottes schaut, wenn er, indem er eine ewige Entwicklung hat, diese Freude an ihn, gerade an den Menschen übergibt, so sind beliebige, zum Beispiel flächenhafte Systeme der äußeren Wahrnehmung, angenommen, wenn der Mensch auf das Weltall schaut, so kann er allgemein gesagt
eine solche gewisse körnige Struktur der Realität entdecken, wo jedes Korn ein Element der Schaffung des Umfanges des Raumes darstellt. Hier ist die Räumlichkeit das Gefühl der Freude. Das heißt, wenn man auf das Universum von sich aus schaut und so weiter der Mensch sein Bewusstsein ausbreitet, ein desto größeres Gefühl der Freude kann er erhalten. In diesem Fall stößt sich quasi die Struktur des Bewusstseins auf die körnige, sagen wir so, Struktur der objektiven äußeren Realität. Diese Körnigkeit oder sagen wir so die Schichtigkeit oder eine gewisse innere Struktur der Realität, das ist dasselbe, was es in der Seele des Menschen gibt, aber gerade zur Persönlichkeit des Menschen gehört. Die Seele als Verkörperung der Persönlichkeit zeigt sich faktisch selbst in diesem Fall. Sobald sich aber das Bewusstsein vom physischen Körper entfernt, so ergibt es sich, dass die Struktur der Freude und der ewigen Entwicklung eine prinzipielle Bedeutung hat, dass gerade die Freude der Entwicklung, das freudvolle Empfinden, das ist, was die nachfolgenden Aufgaben formt, dabei positiv und richtig. Und der Begriff der Freude ist in diesem Fall dennoch wie ein kanonisches System einer richtigen Entwicklung. So klingt diese Steuerung in diesem Thema. Deshalb, wenn wir gerade die Handlung des Schöpfers betrachten, das heißt die Handlung Gottes, der einschließlich das zeigt, wie man erschafft, so sehen wir hier, dass in seiner Handlung die Freude dadurch offenbart ist, dass er zum Beispiel für die Menschen handelt. Der äußere Raum, das äußere Weltall, das ist für die Menschen auch die Freude ihrer Entwicklung. Hier ist zu sehen, dass die Handlung Gottes optisch ausgedrückt, es ergibt sich, dass er immer gerade die Struktur der ewigen Entwicklung zeigt und dabei im persönlichen Plan. Das heißt, wenn man hier die Frage stellt, auf welche Weise der Mensch seine Psychologie der Wahrnehmung, sein Bewusstsein formt, so ergibt es sich, dass sich die Formierung auf dem Gefühl der Freude vollzieht, dabei auf solch einem Gefühl, dass das nächste quasi Intervall im Raum der Freude, das heißt, die Freude ist hier als eine räumliche Größe ausgedrückt, von Gott und vom Menschen geformt wird. Das heißt, der Mensch sieht zuerst seine eigene Struktur der Freude, gerade in der ewigen Entwicklung. Ich betrachte dennoch in diesem Fall quasi die Mechanik dieser Erscheinung in der physischen Realisierung. Das heißt, ich betrachte das entfernte Weltall und nehme irgendein Segment und sage, dass in der ersten Iteration der Wahrnehmung die Freude des Menschen ist. Weiterhin folgt die Freude Gottes und des Menschen. Jede nachfolgende Iteration steigert die Freude Gottes. Und es ergibt sich, dass je weiter das Bewusstsein des Menschen vorankommt, desto deutlicher er gerade die Struktur der Formierung der Realität durch Gott sieht. Und dabei so, dass der Mensch sich selbst in unbegrenzter Entfernung zu sehen beginnt. Das heißt, die Freude ist ein überschnelles Gefühl, wo sie sich selbst in einer freudvollen Wahrnehmung sehen können. Es ergibt sich, dass die ewige Entwicklung auf solch einem Niveau, solch einer endlichen Größe wie ein Raum ist, ausgedrückt darin, dass die Erschaffung des Menschen für Gott auch Freude ist. Es ergibt sich, dass der Mensch dazu anhand dessen kommt, dass er einfach auf den Raum schaut. Und davon ausgehend ist zum Beispiel die Heilung von irgendwelchen schweren Erkrankungen, sogar irgendwelcher lokalen, das ist die Freude der zukünftigen Ausheilung und die Freude der Handlung zur Ausheilung. Das heißt, die zukünftigen Prozesse und die laufenden sind in diesem Fall gerade im Begriff der Freude zusammengeführt. Es ergibt sich, dass gerade die Technologie der ewigen Entwicklung das Vorhandensein von logisch ausgedrückten Größen beinhaltet, die gleichzeitig quasi das vielfältige System der Wahrnehmung sowie die zukünftige und gegenwärtige Ausheilung umfassen. Es ergibt sich, dass sich die Strukturen der Steuerung in der ewigen Entwicklung anhand der Struktur des nachfolgenden Zuganges
in ihrer Art ändern. Das heißt, je weiter entfernt wir den Zugang haben, desto stärker sind die Begriffe in ihrer Art geändert. Zum Beispiel, in Milliarden Jahren hat die Struktur der Ereignisse eine mehr verdichtete Struktur in der Wahrnehmung des Menschen. Das heißt, die Konzentration der Freude ist dort so hoch, dass das Gefühl der Freude die Energie, die Materie reproduziert. Und es ergibt sich, dass wir über das Gefühl als eine steuernde, schöpferische, schaffende Struktur arbeiten können. Das heißt, es reicht, das Gefühlsniveau der Steuerung einzuführen, zum Beispiel das Gefühl der Freude von der ewigen Entwicklung. Und wir erhalten die ewige Entwicklung selbst. Das heißt, unsere Wünsche formen die zukünftige Struktur der unendlichen Entwicklung. Es ergibt sich, dass es im Leben ja auch so eingerichtet ist, dass der Mensch im Niveau der logischen Realisierung immer einen gewöhnlichen Entwicklungsplan, zum Beispiel einschließlich quasi des Haushaltsplanes besitzt, wo der Haushaltsanteil vom Makroteil, dem Makrouniversum, ohnehin nicht abgetrennt ist. Dass wenn man zum Beispiel sagt, wo die Grenze für das Bewusstsein des Menschen zwischen dem Menschen und dem äußeren Makrokosmos ist, so kann jemand die Grenze irgendwo neben sich setzen, und jemand beginnt vom physischen Körper aus zu denken. So umfasst in der unendlichen Entwicklung, in der ewigen Entwicklung das Element des Denkens oft nicht einen konkreten Punkt, sondern es ist oft ein vielfältiger Begriff. Es wird gemeint, der Mensch, das Weltall, die gegenseitigen Beziehungen der Menschen. Das heißt, der sinnliche und räumliche Begriff beginnt sich zu überschneiden. Und hier ergibt sich das folgende Element der Steuerung faktisch in der unendlichen Zukunft, dass der Mensch mit nur einem Niveau der Wahrnehmung in der Tat alle Aufgaben praktisch löst. Und so kann er die Fragen gerade anhand des Gefühls der Freude der ewigen Entwicklung lösen. Das heißt, das Begreifen dessen, dass das auch die ewige Entwicklung ist, bringt ihm Freude. Quasi die äußere Information, das äußere Milieu bringt Freude, einschließlich Freude davon, dass er so vorgehen kann, wie Gott handelt. Und das ist eine seine persönliche Information. Und es ergibt sich, dass der Mensch die Materie anhand seiner Wahrnehmung schafft. So macht es auch Gott. Er schafft auch mit der Wahrnehmung die Materie. Dass seine Wahrnehmung auch auf die physische Materie unter anderem ist. Also hier ist auch die Information für mich darüber enthalten, wie es jetzt in der Methode 3 vom 19. März beschrieben ist, dass durch das Betrachten bzw. Diagnostizieren der zukünftigen Ereignisse und Einflüsse, zum Beispiel in dem Fall des Virus, auf unsere Pläne, unsere Zukunft, dass das bloße Betrachten auch schon eben mit der Normierung einhergeht. Wie im vereinheitlichten System des Wissens auch beschrieben, dieses Diagnostizieren ist auch schon die Ausheilung, ist auch schon die Harmonisierung. Oder wie es hier steht, dass Gott anhand der Wahrnehmung auch schon erschafft. Das eine, was ich hier heraus lese, was jetzt beim genaueren Nachlesen sehr stark finde, das sind diese Sätze hier, dass offenbar der Autor imstande ist, also was er schaffen kann, können wir eben bestätigt nachlesen in dem mittlerweile sechsbändigen Werk. Praxis der Steuerung, Weg der Rettung, aber hier zum Beispiel steht sogar, zum Beispiel in Milliarden Jahren hat die Struktur der Ereignisse
eine mehr verdichtete Struktur in der Wahrnehmung des Menschen. Das heißt, die Konzentration der Freude ist dort so hoch, dass das Gefühl der Freude die Energie, die Materie reproduziert. Das heißt, er berichtet uns jetzt hier von einer Zeitphase in Milliarden Jahren. Ja, das passt zu der Aussage auch von einer bekannten Seminarorganisatorin, die Wjatscheslaw Konjew auch sehr fleißig übersetzt. Dass Grigori Krapovoj uns Millionen Jahre voraus ist oder so weit auch blickt. Das finde ich schon sehr. Ja, das macht jetzt fast ein bisschen sprachlos. Finde ich sehr interessant. Ja, also den Menschen im maximalen Glück sehen. Die gesamte Persönlichkeit, bei dem Autor ist Persönlichkeit gleichbedeutend mit der vereinheitlichten Struktur von Seele, Geist, Bewusstsein und physischen Körper. Sehen als maximal glücklich. Und hier auf die Heilung bezogen. Davon ausgehend ist zum Beispiel die Heilung von irgendwelchen schweren Krankheiten, sogar irgendwelcher lokalen. Das ist die Freude der zukünftigen Ausheilung und die Freude der Handlung zur Ausheilung. Dass die zukünftigen Prozesse und die laufenden sind in diesem Fall gerade im Begriff der Freude zusammengeführt. Es ist sehr spannend, wir haben den Strom der maximalen Freude, des Heilseins des Menschen, von der Zukunft kommt, weil wir sehen ihn ja in der Zukunft schon heil, hoffentlich er selber auch. Das heißt, da kommt der super Energiestrom und gleichzeitig aber in dem Moment jetzt handeln wir während der Ausheilung auch in Freude während dem Prozess. Und wenn die zwei zusammenfallen, beziehungsweise die zwei führen, sind zusammengeführt im Begriff der Freude. Super spannend. An einer anderen Stelle lesen wir, dass der Mensch, der für jemand anderen etwas tut, der soll es in Liebe machen. Ja? Den Menschen lieben, so in dem Sinne. Also ich lese es, verstehe es hier spontan so, dass wenn wir mit dem Bewusstsein in unser Lebensdrehbuch in der Zukunft schreiben, die Ereignisse, in dem Moment sie schaffen, dass wir das gerade auf der Basis der Freude machen sollen. Und deshalb hat ja auch Wjatscheslaw Konjew so schön ausgeführt, mal auf der Steuerungsebene ist gleich Ebene der Liebe zu handeln oder der ewigen Steuerungsebene, der Informationsraum des Schöpfers. Handeln wir schöpferisch, wenn wir mit unserem Bewusstsein auf der Basis der Freude uns dorthin bewegen. Also auf die Frage, wie ich den sogenannten Virus wahrnehme, kommt mir auch sofort in den Sinn, dass wir selbst auf der optischen Grundlage sehr leicht demaskieren bzw. steuern können, in andere Realitätsebenen überführen können, dass sie dort harmonisch, schöpferisch weiterentwickelt, was mit uns dann nichts mehr zu tun hat. Auf der optischen Grundlage sage ich jetzt, weil wir ausschließlich CGIs sehen, Computer Generated Images von diesem sogenannten Virus. Keine Elektronenrastermikroskopaufnahme. Und wenn das am Computer geschaffen worden ist, dieses Bild, was uns ständig überall gezeigt wird, dann ist es natürlich am Computer auch permanent in alle Richtungen schöpferische Richtung zu modellieren oder wieder auf eine ungefährliche Art zurück zu konstruieren. Also einfach diese Fangarme wegnehmen, dass zum Beispiel die Sphäre übrig bleibt. Also wenn es der Computer schafft,
Dann schaffen wir es natürlich auch in unserer Vorstellung. Das fällt mir so spontan dazu ein. Also für mich ist klar, momentan, schon seit längerem, dass meines Erachtens die Methode 3 die höchste Priorität haben sollte. Das heißt, alles, was sich daraus ergibt. Und aus dem Grund bin ja wieder zurückgeworfen worden auf Zahlen für das erfolgreiche Business. Oder aus dem Grund haben sie ja mehrere Dozenten zeitgleich, also ich habe mit den anderen keinen Kontakt gehabt, sind auf Organisation des Glücks gekommen. Ja. Also Dr. Konjev macht das Seminar oder eben dann gibt es nur die Sphären des Glücks oder wir haben uns dazu entschieden schon vor 2 Wochen. Und jetzt Freude der Entwicklung. Das heißt, diese Selbstbestimmung und in dieser Wahrhaftigkeit leben, dass bestimmte äußere Einflüsse uns nicht greifen können. Verschiedenste Maßnahmen, die angedacht sind, die im Laufen sind, Prozesse, die nicht sehr schöpferisch sind für die Menschheit, dass wir da umso mehr uns daran erinnern, was der Mensch ist. Und über die Eigenstrukturierung, das eigene, klare, strukturierte Bewusstsein in dieser Souveränität, Wahrhaftigkeit stehen können, bleiben können und erkennen, wir selbst steuern die Ereignisse der nächsten Wochen, Monate, Jahre. Das fällt mir auch noch dazu ein. Das ist